Herzlich willkommen, lieber Skorpion, zu deiner Tarotkartenlegung für die 20. Kalenderwoche. Die Woche, die jetzt am 15. Mai beginnt und bis zum 21. Mai geht. Wir haben auch am 18. Mai, am Donnerstag, Christi Himmelfahrt. Aber wir haben vor allem auch gleich am nächsten Tag, am Freitag, den 19., einen Neumond. Also die Energien nehmen bis zum Neumond ab und bauen sich dann dann wieder neu auf. Der Neumond ist so gegen Abend, gegen 18 Uhr. Ja, und ich werde auch noch eine eigene Neumondlegung machen, um die Energien halt genau, ja, nochmal darzustellen. Aber wir widmen uns jetzt erstmal voll und ganz deiner Legung zu, lieber Skorpion. Und ich werde jetzt die Karten auslegen. Du kannst aber, wenn du magst, auch gerne vorspulen. Unten habe ich einen Timestamp hinterlegt. Da kommst du dann direkt zum Anfang der Legung. Aber natürlich bist du auch herzlich eingeladen, mich hier bei der Ziehung zu begleiten. So, ganz gut. So, ja, wir beginnen jetzt. Okay, lieber Skorpion, eine Karte für dich, eine erste allgemeine Karte für dich. Der Teufel. Ja, ich erinnere mich noch, letzte Kalenderwoche ist der Teufel auch bei dir rausgekommen. Es ist also doch eine etwas längerfristige Geschichte, die immer noch vorherrschend ist in dieser Woche. Ja, ich finde das auch immer sehr spannend, welche Karten sich gleich offen legen und welche verdeckt bleiben bei der Legung. Ich versuche mir das auch ein bisschen zu merken und darauf einzugehen. Okay. So, jetzt sind wir bei der sechsten Karte. Sieben. Acht. Oh, wow, was ist los? Das ist eine sehr interessante Energie gerade gewesen. Also, wow, spürt man nicht so häufig. Jetzt sind wir bei der neun. Die war auch interessant. Also ungewöhnliche Legung. Jetzt schon. Ungewöhnliche Legung. Ich bin schon sehr gespannt. Bisher sahen die Karten mir ein bisschen brisant aus. Also. Okay. Aber ich habe ja noch nicht das ganze Bild. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alles klar. Wir können die dann gleich schon auslegen. Aber ich möchte auch noch eine Karte vom Mondorakel ziehen. Ja, die Karten sind hier so ein bisschen schwerer zu mischen. So ein bisschen groß. Aber dafür sind sie eigentlich ganz gut eingemischt. Eine Karte für dich, lieber Skorpion. Was möchte dir das Mondorakel mitgeben? Ja, das müsste sie sein. Okay, okay. Und jetzt können wir sie auslegen. Oh, ist ein bisschen schief. Ich glaube, meine Kamera ist einfach so ein bisschen grundschief. Aber das ist halb so wild. So. Die verdreht sich halt einfach leicht. Okay, da wären wir, lieber Skorpion. Und ich bin schon sehr gespannt. Ja, die Karte hat sich ja schon gezeigt. Das ist nämlich der Teufel. Und ich kann mich erinnern, dass in der Kalenderwoche 19 diese Energie auch schon sehr vorherrschend war.
Ja, du stehst wohl vor einer harten Prüfung, was deine tiefen Bedürfnisse betrifft, was dein Verlangen betrifft. Dein Verlangen könnte etwas stärker als sonst sein, ne? Deine Antriebe, deine Wünsche. Und oft verbannen wir das selber so in den Schatten, ne? Oft wollen wir uns mit unseren eigentlichen Antrieben und Wünschen, Bedürfnissen gar nicht so gerne konfrontieren. Da können sehr düstere Triebe vorherrschen, ne? Geltungssucht oder Ehrgeiz, sexuelle Begierden, Rache auch, ne? Aber das sind ja alles Antriebe und gegen, ne, wie hat Schopenhauer gesagt, man kann zwar tun, was man möchte, aber nicht wollen, was man möchte. Und es ist halt wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wer man ist und was man eigentlich wirklich will. Und dann, wenn man sich nicht scheut, wenn man nicht davor wegläuft und sich das ehrlich anguckt, dann kann man auch diese Energien auch sehr konstruktiv kanalisieren. Dafür gibt es immer einen Weg, ne? Und konstruktiv insofern, dass einen das selber viel mehr bringt und der eigenen Umgebung auch. Und so kann dann halt diese Energie eigentlich auch sehr powerful sein, ne? Sehr voller Leidenschaft. Und wenn man bereit ist, sich eben mit seiner eigenen Schattenseiten in Anführungszeichen, auseinanderzusetzen. Und wenn man für seine Bedürfnisse, seine Antriebe, sein Handeln Verantwortung übernimmt. Und ich finde den Teufel eigentlich eine sehr spannende Energie. Wird auch Steinbock zugeordnet? Was unterstreicht, dass es hier einfach ernst ist, ne? Es geht hier um eine ernste Angelegenheit, die aber dein Bedürfnis erfüllt, ne? Also du möchtest etwas, ne? Du hast hier schon ein gewisses Wollen. Und hier zeigen sich die fünf Schwerter, negative Gedanken, Zweifel, der an dir nagt. Selbstzweifel auch, ne? Auch die Sorge, dass sich etwas nicht so entwickelt, wie man es gerne möchte. Auch vielleicht erkennst du jetzt schon so gewisse Warnzeichen, dass es gewisse Entwicklungen gibt, die dir gar nicht so gut gefallen, dass du hier kritisch bist. Es ist eine Zeit der Reflexion. Und du machst dir einfach Sorgen ein wenig. Ein bisschen pessimistisch bist du aktuell. Ja, aber diese Energie kann einen auch manchmal schützen, zu leichtfertig mit einer Situation umzugehen und so vielleicht einen Fehler zu begehen. Das wird dir auf jeden Fall diese Woche nicht passieren. Aber du musst ja auch ein bisschen darauf achten, dass du nicht zu kritisch mit dir selbst bist. Und nicht zu pessimistische, wie sagt man, Szenarien dir überlegst für die Zukunft. Ne, das ist gar nicht so zielführend. Mach dir bewusst, dass das nur deine Sorge ist für über die Zukunft und nicht unbedingt Bestand hat. Wow, bei dir geht das gerade ganz schön ab, lieber Skorpion. Veränderungen schneien in Reihen, ne? Also irgendwie, es gibt auf jeden Fall Situationen, auf die du reagieren musst. Es gibt Veränderungen, die du herbeirufen möchtest. Und es gibt einige Situationen, auf die du mit einer Veränderung reagieren musst. Es könnte wirklich sein, dass sich dein Leben jetzt ziemlich durcheinander gestaltet, dass du hier wirklich deine Routine, deinen Alltag einmal wirklich komplett umstrukturieren musst. Ich sehe hier für manche von euch, dass ihr euch aus einem toxischen Beziehungsmuster befreien könnt. Und ist es so ein bisschen offen, ob es euch gelingen kann, die Beziehung komplett umzustrukturieren und hier einiges offen zu legen. Oder ob ihr euch wirklich von eurem Partner trennt.
Es gibt hier auf jeden Fall ein paar Punkte, die nicht mehr so weitergehen können. Und das ist dir klar. Und du bist hier auch bereit, Tacheles zu reden, die Karten, also so ein bisschen auch angestaute Energie freizulassen, ne? Hier etwas auch offen anzusprechen, was dich schon länger stört. Also es könnte auch einfach wirklich ein intensiver Streit sich hier ergeben. Etwas, was sich schon länger angestaut hat, was auch ein bisschen verantwortlich dafür ist, dass du in diesem Prozess des Selbstzweifels bist, ne? Dass du hier an dir selber zweifelst. Und so negativ in die Zukunft blickst, so pessimistisch, nicht negativ, pessimistisch in die Zukunft blickst. Und das kann einfach nicht so weitergehen. Das ist also hier wirklich eine etwas explosive Energie, die aber wirklich auch das Potenzial hat, das Problem auch an der Wurzel zu lösen. Das muss man auch sehen. Also es ist irgendwie eine sehr heikle Situation. Es kann hier was total Gutes dabei rauskommen. Oder es ist alles kaputt danach. Das ist irgendwie entweder oder. Puh. Okay, das alles hat vielleicht mit einer Königin der Stäbe zu tun. Wahrscheinlich sogar. Na, ja, natürlich, muss ja, ne? Aber ja, jetzt ist die Frage, die Königin der Stäbe, lieber Skorpion, die kann sich auf dich beziehen oder eine Person in deiner Umgebung. Wenn diese Karte sich auf dich bezieht, musstest du in der letzten Zeit diese Rolle in einem besonderen Maße erfüllen. Wenn diese Karte auf jemand anderen verweist, dann könnte diese Person womöglich ein Feuerzeichen sein, vielleicht, muss aber nicht unbedingt. Schütze, Widder, Schütze, Widder, Löwe. Ja, die Person könnte auch ein anderer Skorpion sein. Theoretisch auch ein anderes Sternzeichen, ne? Wenn diese Karte auf eine andere Person verweist, dann hast du diese Person in der Vergangenheit kennengelernt. Vielleicht kennt ihr euch schon länger, vielleicht habt ihr euch erst kürzlich kennengelernt. Aber diese Person hat direkt was mit dieser Situation zu tun. Und vielleicht war diese Person in der Vergangenheit auch wichtiger als aktuell für dich. Das wird sich zeigen. Die Königin der Stäbe ist eine sehr präsente Person, die sehr im Vordergrund ist. Eine Person, die sehr warmherzig und hilfsbereit sein kann, aber auch sehr präsent ist. Sehr dominant, sehr forsch, auch manchmal etwas direkt. Eine Person eine gereifte Persönlichkeit, mit viel Erfahrung hast du hier auf jeden Fall, mit einem guten Geschäftssinn, mit einer gewissen Leidenschaft, ne? Diese Person ist eine Macherin. Kann sich auch auf eine männliche Person beziehen. In manchen Fällen haben wir es hier mit einer Arbeitssituation zu tun, dann kann das hier dein Chef oder deine Vorgesetzte sein. Oder eine andere Autoritätsperson. Diese Person ist mit einer Nachricht zu dir gekommen oder diese Person hat eine Nachricht erhalten. Schnelle Kommunikation war das über Social Media womöglich, aber irgendwas Oberflächliches, was aber eine wichtige Information transportiert hat, was dann bei dieser Person oder bei dir zu einer gewissen Erhellung geführt hat. Dir ist irgendwas klar geworden über diese Nachricht. Auch wenn es vielleicht einfach auf Smalltalk basierte, ne? Also die Kommunikationsform war eher oberflächlich. Eine schnelle Kommunikation, die aber doch zu einem Feuer geführt hat, zu einer Leidenschaft, dieser Person. Also diese Person hat entweder für dich Feuer gefangen oder für ein Projekt oder du hast als diese Person durch eine gewisse Nachricht Feuer gefangen. Also hier gab es auf jeden Fall einen interessanten Start, eine interessante Situation, die dich bzw. jemand anderen begeistert hat, ne? Mit neuem Leben, neuem Feuer ausgestattet hat.
Ja, wir schauen mal weiter. Und diese Nachricht, genau über diese Nachricht machst du dir aktuell immer noch viel Gedanken. Und das ist wohl auch das Thema in dieser Woche. Über diese Nachricht oder diese Kommunikation oder über das, was ihr geredet habt und die Einsichten, die damit einhergehen, die Konsequenzen. Das lässt dich nicht los und es hält dich auch ein bisschen auf Trab. Es ist wohl immer noch, bringt das immer noch eine gewisse Dynamik in deinem Leben. Und vielleicht sogar eine kleine Irritation. Also vielleicht erzeugt das sogar in dir so eine gewisse Panik oder so ein Weglaufen oder so ein Gefühl, dass du jetzt schnell irgendwas tun musst. Ja, aber das ist eben das Problem, ne? Also du musst hier irgendwie schnell sein. Aber eigentlich brauchst du ein bisschen Zeit, um gründlich darüber nachzudenken, aber irgendwie hast du die nicht. Aber die musst du dir nehmen. Ja. Denn Blockaden kommen dann sowieso auf dich zu. Ja, irgendwie wurmt dich etwas daran. Es gibt hier zwar ein neues Feuer, eine neue Leidenschaft, aber irgendwas macht dich auch sehr, sehr unzufrieden. Und durch irgendetwas ist deine Energie blockiert. Und diese Irritation führt eher dazu, dass du vielleicht ein bisschen kopflos agierst. Und dann mit dem Ergebnis etwas unzufrieden sein könntest. Und ich habe den Eindruck, dadurch, dass du dann schnell agierst, wenn du so kopflos agierst, beschleunigst du den Prozess nicht gerade, sondern du machst das Problem oder wenn es überhaupt ein Problem gibt, aber die Angelegenheit verzögerst du dadurch nur mehr, ne? Also es ist wirklich weiser in dieser Situation, Ruhe zu bewahren und erst nachzudenken und dann zu handeln. Aber du eben, weil das ist irgendwie Stress, ne? Irgendwas, also das ist auch irgendwie, macht auch Spaß, ist auch eine Dynamik, die auch oberflächlich interessant und witzig sein kann, aber erzeugt auch Irritation. Und du bist davon irgendwie gehetzt. Lass dich davon nicht hetzen. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Was bei diesen Karten unheimlich schwer ist, ne? Also du wirst eine aufregende Woche haben. Aber da kommt was auf dich zu, was dir zugute gut kommt. Darauf kannst du dich verlassen. Ja, das ist sehr gut. Das ist gut. Das mildert die Situation ab. Etwas, womit du nicht rechnest. Also irgendwie wirst du gestresst sein, gehetzt sein. Aber durch Zufall passiert dann etwas, wodurch die Situation sich sogar deinen Gunsten entscheiden wird. Unabhängig davon, um was es hier geht. Aber du wirst hier etwas erhalten, ein Geschenk erhalten. Dieses Geschenk kann in Form von etwas Materiellen sein. Das ist eine Form von Gewinn oder Geldgewinn oder ein Geschenk. Etwas Materielles. Oder du wirst jemanden Wichtiges kennenlernen, der das Potenzial hat, dir Stabilität zu verschaffen auf emotionaler Ebene oder rein faktischer finanzieller Ebene. Also irgendwas wird passieren, etwas Zufälliges, was deine Situation stabilisieren wird und hier wieder mehr Ordnung reinbringt. Deswegen, falls wirklich hier etwas Hektisches passiert in deinem Leben, musst du dich, es hilft dir gar nichts, es hilft überhaupt gar nichts, dich hier aus der Ruhe, aus dem Konzept bringen zu lassen und vertrau darauf, dass dir geholfen wird, dass etwas vom Universum oder vom Schicksal, von den Handlungsverläufen so passiert, dass du aufgefangen wirst, dass die Situation schnell wieder sich befriedet. Ja, wow, hier haben wir auch den Frieden. Ja, du wirst hier echt ein bisschen herausgefordert, aus dem Gleichgewicht zu kommen. Ich sehe hier aber auch bei dir das Potenzial, dass du wirklich nicht aus dem Gleichgewicht kommst, dass du
Herr der Lage bleibst, Frau der Lage bleibst, dass du hier den Überblick behältst, ne? Ja, doch, mit den Karten muss ich sagen, da kommt schon auch eine interessante Gelegenheit auf dich zu. Also falls es hier doch um etwas Berufliches geht, es könnte bei vielen von euch hier um eine berufliche Neustrukturierung gehen. Und wenn hier neue Angebote reinkommen und Verträge unterschrieben werden sollten, dann sind das sehr begünstigte Karten dafür. Dann könnt ihr das gut machen. Ihr könnt euch auf die Ehrlichkeit dieser Verträge verlassen und dass sie euch gut tun werden. Das ist eine gute Sache. Aber ihr seid trotzdem ein bisschen skeptisch. Vielleicht macht ihr euch auch Sorgen, dass ihr dieser neuen Gelegenheit nicht so ganz gewachsen seid. Aber ihr seid dem gewachsen. Das sind hier begünstigte Karten. Ja, ich sehe hier viel etwas Berufliches. Wir schauen mal weiter. Wir schauen mal weiter. Was euer soziales Umfeld betrifft, gibt es hier Erkenntnisse, Einsichten, die ihr machen müsst. Einsichten, die auch einen bitteren Beigeschmack haben können, die etwas in euch aufwühlen könnten, vielleicht sogar wirklich auch Leid erzeugen können oder einen alten Schmerz euch wieder vergegenwärtigen. Also, wenn es hier um eine Beziehung gehen sollte, ne, sehe ich halt wirklich, dass ihr dazu neigt, euch ein bisschen mit Verletzungen zu bewerfen. Könnte durchaus sein. Aber es könnte genauso gut sein, dass ihr könnt das auch im Vorfeld ganz anders organisieren und wirklich euch um ein offenes, ehrliches Gespräch bemühen. Ich sehe hier auf jeden Fall, dass ihr dann beide mit offenen Karten spielt und hier quasi alles, was so im Hinterstübchen war, einmal so, wie sagt man, die Leichen aus dem Keller rausräumen. Also wirklich alles, was in den ganzen Schubladen drin war, in eurer Seele. Ihr werdet alles hier einmal kurz mal euch gegenseitig zeigen, ne? Und je nachdem kann das zu einem großen Krach führen, aber oder zu einer sehr befreienden, heilenden Erfahrung. Beide Potenziale sind hier da. Dann habt ihr es sicherlich mit einer Königin der Stäbe zu tun, die vielleicht auch zu einer schnellen Kommunikation neigt, ne? Die vielleicht auch einen anderen Kommunikationsstil hat wie ihr. Bisschen schneller, direkter kommuniziert. Schütze, Wassermann, Löwe könnte das sehr gut sein. Ja, interessant. Es ist wirklich eine interessante Energie, aber zwischendurch gibt es hier auch sehr Karten, die diesen Prozess sehr gut begünstigen und stabilisieren. Also ich glaube, das hat hier schon das Potenzial, dass ihr euch hier wirklich, dass ihr wirklich persönliches Wachstum erfahren könnt und hier doch sehr viel Energie aufzeigen könntet. Ihr wollt euch auch verändern. Ihr seid jetzt zu allem bereit. Ihr meint es auch sehr ernst. Und möchtet auch jetzt weiterkommen. Stellt euch der Gefahr. Ihr möchtet es jetzt auch wissen, ne? Vielleicht werdet ihr in Bezug auf eure Beziehung oder eines Jobs auch ein gewisses Risiko eingehen. Wohlwissend, dass ihr hier auch versagen könntet, ne? Aber dennoch geht ihr hier so ein bisschen in die Vollen und
setzt alles auf eine Karte. Also ich sehe hier schon Risikobereitschaft, Leidenschaft, Energie und der Wunsch, der Wunsch vorwärts zu kommen, ne? Euch selbst weiterzuentwickeln. Was wird denn passieren? Ihr trefft auf einen Ritter der Schwerter. Das könnte hier natürlich die gleiche Person sein. Wassermann, Schütze. Besonders, ne? Das könnte diese schnelle Kommunikation sein. Und dann würdet ihr von dieser Person, die ihr dann begegnet, eine starke Verjüngung erfahren, ne? Dass ihr eben diese Person auf eine verjüngte Art und Weise wieder begegnet. Aber es ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass es eine ganz neue Person ist. Vielleicht gehört diese Person der Vergangenheit an und ihr trefft auf einen neuen Menschen in eurem Leben, ne? Einen Prinz der Schwerter. Für diejenigen von euch, die eine Familie haben, der Prinz ist eine sehr junge Energie. Hier könnte auch ein Sohn oder eine Tochter gemeint sein, ne? Dann wären wir hier bei einer familiären Situation. Und dass ihr dann zum Ende der Woche euch im besonderen Maße mit eurem Sohn oder eurer Tochter beschäftigt. Ja, aber natürlich kann das hier auch ein guter Freund sein, ein Arbeitskollege, eine gute Freundin. Wir schauen mal. Es gibt hier eine Feuerperson, es gibt hier eine Luftperson. Oder es ist alles die gleiche Person, ne? Wassermann, Schütze, aber auch jedes andere Sternzeichen denkbar. Aber dieser Mensch verändert sich auch. Dieser Mensch ist definitiv an dieser Veränderung beteiligt, an dieser Umstrukturierung, und das wird diesen Menschen auch vorkommen wie eine angenehme Abwechslung zum Alltag. Man kommt eben so ein bisschen aus der Routine raus, auch aus eurer Routine. Man probiert auch vielleicht einfach etwas Neues mal aus. Man befreit sich von irgendwelchen Konventionen, von irgendwelchen Schranken, von irgendwelchen Erwartungen an sich selber. Und das könnte hier eigentlich doch recht angenehm sein. Ja, sieht mir hier eigentlich doch ein bisschen, es könnte natürlich auch so, hat alles so ein bisschen Eskalationscharakter. Und dann der Prinz der Kelche. Ja. Kann natürlich hier auch eine Gruppe von Menschen sein, die aus Luft, Feuer und Wasser besteht. Wir haben dann ja auch Christi Himmelfahrt, ne? Also ich sehe dich dann doch wirklich über diese ganzen Feiertage sehr viel unter Leuten und dass du auch verschiedene Seiten zeigst. Das könnte natürlich auch hier sein, dass sich diese Energien so zeigen. Hier scheint es mir auf jeden Fall so, als würden sich die Energien doch recht angenehm gestalten. Du solltest halt nur dann achten, wenn du wirklich auf Eskalation gehst, dass du dich nicht zu sehr aus dem Gleichgewicht bringen lässt und dir darüber bewusst bist, was du wirklich möchtest, ne? Und was so deine Antriebe sind. Ja, ich bin mal gespannt, ob jetzt diese Energien auch nach dem Vollmond so bestehen. Neumond, weil eigentlich haben wir für so viel Energie, so viel Umstrukturierung an Neumond gar nicht so die Energie dafür, ne? Was sagt denn das Mondorakel zu deiner Situation? Eine neue romantische Phase. Ja, interessant. Hier geht es also doch auch um die Leidenschaft, ne? Neumond in der Waage. Vielleicht Waage könnte hier auch gut sein, ne? Dass du hier ein offenes Gespräch mit einer Waage haben könntest. Neumond in der Waage.
Ja, dieser Neumond ist nicht in der Waage. Eigentlich müsste der im Skorpion sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, doch, müsste eigentlich, ne? Aber immerhin haben wir Neumond. Geh auf jemanden zu und lass ihn wissen, dass du dich um ihn kümmerst. Empfinde mehr und denk weniger. Ja, die Gedanken sind bei mit dir schon. Man neigt hier da tatsächlich dazu, etwas negativ zu denken, etwas pessimistisch. Aber andererseits verhelfen dir auch die Gedanken, die Gespräche mit einer Person zu gewissen Klärungen, ne? Aber vielleicht muss man dann doch immer so eine Waage halten und den Pfad, also man kann nicht alles zerreden, ne? Und den Pfad des Durchdiskutierens muss man ab irgendeinem Punkt dann vielleicht auch wieder verlassen. Oh, die Karte verweist auf Ehe und Verlobung. Ja, der Teufel, ne, ist auch oft, ich meine, das ist Steinbock-Energie, ne? Steinbock-Menschen trennen sich sehr selten im Leben, sind sehr treue Menschen. Und das kann natürlich auch von festen Verbindungen sprechen, ne? Einer Schicksalsverbindung, einer wirklich sehr festen Verbindung, von der man auch von Liebesmagie sprechen kann. Und diese Verbindung muss nicht toxisch sein. Sie kann auch einfach sehr tiefsinnig sein, sehr ernst, sehr fest. Eine juristische Angelegenheit steht bevor. Nee, ich sehe hier keine. Nee, würde ich bezweifeln. Zeig mir Interesse an deinen äußeren Erscheinungsbild, aber reduziere dich nicht darauf. Ach ja. Ach ja. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist für dich in dieser Woche, aber das weißt du ja besser als ich. Es ist auf jeden Fall eine Zeit des Umbruches, ne? Du machst hier ein bisschen etwas anders und brichst aus dem Alltag raus und findest Befreiung da drin. Das bringt dich auch irgendwie weiter und bekommst hier auch viele Nachrichten rein. Ich sehe dich hier auch wirklich viel sehr gesellig. Ja. Eine spannende Woche, lieber Skorpion. Und lass dich nicht zu sehr aus dem Gleichgewicht bringen. Und versuch konstruktiv diese Energien zu nutzen. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall auch eine wunderschöne Zeit und viel Spaß. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.